Hey, Jagdfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Hunter Roleplay. Heute wieder mal ein bisschen im schönen Schönefeld unterwegs, genau. Das ist ja mein Revier, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Heute ist der 3.2.2022. Ich gucke mal kurz, was ich frei habe. Ein Schmalreh und sechster Bock beim Rewe. Schwarzwild habe ich Keiler und große Bachen. Dammwild, kleine Schaufler. Rotwild ist Kahlwild frei. Auch wenn ich mal welche sehe. Füchse ist Weibchen frei. Und Hase ist alles frei. Keiler sind auf jeden Fall frei. Das finde ich schon mal gut. Ja, mal gucken, was wir so finden. Vorne stehen schon die ersten Damm hier schon. Mal gucken, ob dann Schaufler. Kleiner Schaufler, passt doch schon mal perfekt. Ja, mal gucken, mal gucken. Heute ist auf keinen Fall Rückjagd, da heute ein Sonnach ist. Im Spiel in echt ist es nicht so, aber wir tun gerade so. Und Sonnach ist in hier Schwelden keine Jagd. Das zumindest Rückjagd nicht. Aber ich habe mich dazu entschlossen, alleine ein bisschen loszugehen. Jetzt hat er sich da ernsthaft hingelegt, oder? Dass er sich dann leicht schräg stellt und dann passt das. Normalerweise müssten die jetzt schon kommen. Ja, perfekt. Oh, der ist so schön. Das ist wirklich perfekt, das, was ich frei habe. Dieser Hirsch. Licht, sauberer Herzschuss, ein bisschen riskant, aber kann man dann mal riskieren. Hier rennen die ganzen Hirsche noch. Mal gucken, wo ich jetzt hingehe. Ich habe eigentlich vor, ein paar Schweine zu schießen, jetzt wo die Keiler frei sind. Ja. Ja. Schweine würde ich nehmen. Die wären schon schön. Haben wir in der letzten Folge ja schon viel erlegt. Boah, gucken wir mal, was da so noch kommt. Aal. Ja, perfekt, die Freigabe wirklich. Oh. Das ist wirklich, also echt wäre da echt viel zu riskant gewesen, aber hat geklappt. Ich gehe mal weiter. Also, da kam gerade ganz plötzlich vor meiner Nase hier ein Fuchs lang gelaufen. Ich hatte leider keine Chance, so schnell die Aufnahme rauszubekommen, weil der auf der Flucht schon war. Deswegen, der wird gerade abspringen. Da habe ich schnell geschossen. Kugelfang hat alles gepasst. Anschuss sieht ganz gut aus. Ist der Anschuss. Oh, was ruft da? Noch ein Fuchs, glaube ich. Doppellunge Herz. Top. So wünscht man sich das. Der wird gerade abspringen, da habe ich schnell geschossen. Gucke ich mal weiter, ob ich noch mehr Füchse finde. Da hinten am Horizont sehe ich eine Sau laufen und da steht noch eine. Die wäre frei gewesen sonst immer, jetzt nicht mehr. Und da steht ein Keiler. Den habe ich frei. Da steht noch. Oh, da stehen noch ein paar mehr Keiler. Ich frei. Hier ist nur noch ein Schwein. Den Rest habe ich hier oben letztens weggeschossen. Da kommt noch wieder was, ey. Alter. Die ganzen Bochen hier habe ich leider nicht frei. Obwohl große Bochen habe ich ja frei, aber habe ich jetzt auch so noch keine größere entdeckt. Gucken, was die Keiler hier sagen. Hier ist eine kleine Bache. Der hier. Der wäre gut. Laufe mal so ein bisschen rum. Boah, aber ganz gut was los hier an Schweine. Es ist 7 Uhr morgens und ich bin hier. Oh, Kugelfang, der ist hier an dem Spot ja auch geil, ey. Wenn du dich da jetzt hinstellst, ne? Oh
Junge, sind das viele Schweine hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Schweine, Alter. Auf 150 Meter bin ich jetzt dran. Würde sich jetzt hinstellen, das wird top. Oder er hier. Ah, ich hätte aber schon lieber ihn hier. Ist ja nichts wirklich bei, was passend ist. Schweine so im Liegen, das kriegt man natürlich nicht hin. Oh, ich melde mich, wenn er sich hinstellt. Die Schweine wurden hier von irgendwas aus aufgeschreckt. Ich weiß nicht von was. Der Schuss war schlecht. Lennart. Und kein Kugelfang mehr. Ich schätze aber, ich gehe dem Schwein gleich noch mal ein bisschen nach. Aber ich glaube, dass der Anschluss schlecht war. Und wenn das Fleischwunden sind, das verwundet. Verwundet. Was sagt man? Ach so. Ja, das Schwein, das kann damit leben. Das wächst nach kurzer Zeit wieder zu, nenne ich das jetzt mal. Also, da passiert nichts. Das macht nichts. Ich glaube, bei dem Schwein hier bin ich auch etwas schlecht abgekommen. Oh, sieht aber ganz gut aus, das Blut hier. Yo. Sehr weit hinten. Aber das geht. Ich guck noch mal, ob ich hier was finde. Also, ich bin dem Schwein hier jetzt bestimmt schon 300 Meter durch den Wald gefolgt. Und Blut habe ich hier nie gefunden. Jo. Mal gucken. Ich glaube, da ist nichts passiert. Also, gucke ich mal weiter, ob ich noch andere Schweine finde. Also, mittlerweile ist es hier angefangen zu regnen. Und Tiere habe ich jetzt auch lange nichts gesehen. Kommt vielleicht auch wegen dem Regen. Also ich laufe bestimmt seit 10 Minuten rum und finde nichts. Also das ist gerade echt ein bisschen komisch, wenn mir nichts los ist. Aber hier ist normalerweise immer... Oh, habe ich es gerade gesagt? Hier ist immer was. Jo. Das Bedürfnisgebiet kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, welchen ich schieße. Sehen beide schön aus. Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich nehme den rechten. Hab ich Kugel fangen? Jo. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch. Nee, den rechten nehme ich. Oh, Kacke. Bin ich abgerutscht von der Taste. Ich wollte gar nicht drücken, tatsächlich. Oh, Scheiße. Den habe ich anscheinend auch in die Luft gehalten. Oh, meine... Oh, Scheiße. Oh. Kacke. Ich hatte die Waffe falsch angestellt. Ansonsten wäre der vielleicht noch hoch genug abgekommen. Der zweite, wo ich aus Versehen abgedrückt habe. Oh. Dem Anschuss gleich wieder nach. Ich hoffe, dass es ein Treffer am Bein war oder so. Oh, der ist dann natürlich krank geschossen. Ah, Kacke. Oh, ich glaube, der ging wirklich irgendwie ans Bein oder so. Ah, da werde ich Felix oder so wohl vielleicht noch Bescheid sagen müssen. Damit kommt hier ein bisschen rumpirschen, um zu gucken, ob ich wir den finden. Ist natürlich scheiße. Oh, scheiße. Der Schuss hat gepasst. Ich rufe Felix mal an. Also, am Spot wieder angekommen. Felix war eben hier. Wir sind dem Dammhirsch hinterhergegangen. Und Felix konnte ihn dann noch legen. Also, ist alles gut. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben ihn auf jeden Fall bekommen.
Also nichts krank geschossen. Ist alles gut. Ja. Gehe ich mal weiter. Ja. Das ist eigentlich aber echt der Wahnsinn, dass hier keine Böcke sind. Ich bin wirklich an jeden Spot gegangen, wo sonst immer Böcke waren. Und ich finde keinen Bock. Ich weiß nicht warum. Oh, das Gewitter hier schon, ey. Ist gerade das Wetter doch gut. Naja, hoffentlich finde ich noch einen Bock. Bin ich etwas weiter gegangen. Hier vorne steht eine Ricke. Ist leider nicht frei. Hat sich auch schon gedreht. Schon aufmerksam. Oh, eine schöne Ricke. Jojo, ich gehe hier vorne jetzt mal wieder an den dann Hirsch-Spot, wo ich die letzten Videos schon immer war. Mal gucken, ob da was ist. Angekommen. Die Ricke haut hier vorne schon ab. Wo rennt sie denn? Da vorne. Was ist hier denn noch? Noch eine Ricke. Und die Dammhirsche. Aber sie sind ohne ein männliches Stück leider. Dabei dachte ich, die letzten Male, wo ich hier war, dass da immer ein männliches Stück dabei war. Da habe ich mich wohl versehen. Oh, jetzt steht das ganze Feld hier voll mit Tieren, die nicht frei sind, ey, sowas. Egal. Oh. War allein die Tiere hier schon zu beobachten, ey, das ist immer schön. Schon mal nach, falls hier gleich eine Rotte sauen kommen. Da habe ich gerade überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass sie noch nicht nachgeladen war, falls eine Rotte sauen kommt. Alles nur Keiler. Dass ich dann schießen könnte. Das sind auch Hasenbauten, da könnte ich auch noch mal hingucken. Steht da hinten noch ein Reh. Gucke ich da, ob da noch ein Bockball steht. Das mache ich. Ich gehe da hinten jetzt hin und gucke, ob da noch ein Bockball steht. Oh, mal gucken. Ich habe mich hier jetzt rangepirscht. Aber auch hier ist kein Bock dabei. Das gibt's gar nicht, ey. Nächsten Drück, ja, ne, da werde ich die Ricken auf jeden Fall alle frei haben hier. So können sie die alle wegblasen. Sind die vielleicht nur mehr Böcke? Auch wenn es an sich gar keinen Sinn macht. Aber egal. Einfach das Gefühl, dass wir nur Ricken sind und keine Böcke. Das regt mich einfach schon auf. Ja.